Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich mit dir über spirituelle Geldblockaden sprechen. Das ist für dich insbesondere wichtig, wenn du über deine alten Prägungen, Konditionierungen hinauswachsen möchtest. Wenn du darüber nachdenkst, vielleicht auch deine Berufung zu verwirklichen oder deinen Lebenstraum zu realisieren. Wir leben in einer Welt, in der Geld sehr wichtig ist. Und wenngleich auch viele Skandale rund um das ganze Geld- und Bankensystem jetzt immer mehr in die Presse rücken, ist es dennoch ein Austauschmittel, was für unsere gesamte gesellschaftliche Struktur verantwortlich ist und wo wir jede Aktion, die wir machen, ob du jetzt Tee trinkst am Kaffee oder ob du ein Haus kaufst, wir sind immer in diesen Geldprozess integriert. Und deshalb ist es gerade für spirituelle und hochsensible Menschen sehr, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, welche Geldprägungen sie im Unterbewusstsein haben und wo sie vielleicht auch spirituelle oder auch irdische Blockaden haben, die diesen Geldfluss blockieren. Ich spreche darüber nicht, weil das Thema jetzt irgendwie schick ist, sondern weil ich als selbstständige Autorin und als selbstständige Coachingfrau jeden Tag, jede Woche mit diesen Themen ganz persönlich natürlich konfrontiert bin. Es gibt immer wieder einige Zuschauer, die denken, ja, ich könnte das jetzt alles hier kostenlos anbieten und vielleicht auch noch kostenlos Beratungen machen, die überhaupt nicht verstehen, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade wenn du jetzt, wie gesagt, darüber nachdenkst, deine Berufung zu leben, sich mit dem Geld zu versöhnen und alles, was mit dem Fluss des Geldes zu tun hat, sich nochmal genauer anzuschauen. Wie gesagt, für mich ist das mittlerweile auch so eine Art Bewusstseinssport geworden und ich werde dir jetzt mal so ein paar klassische Glaubenssätze auch vorstellen oder auch spirituelle Blockaden, die eben gerade, wie gesagt, Hochsensible in ihrem Alltag immer wieder erleben. Und wir werden uns auch so verschiedene Archetypen gleich noch anschauen, die zum Thema Geldbewusstsein passen. Und jeder kennt natürlich all diese negativen Glaubenssätze über Geld, ja, dass Geld schmutzig sei, dass nur eben kriminelle Menschen oder eben besonders durchtriebene Menschen zu viel Geld kommen. Und man findet natürlich auch allerhand Beispiele dafür. Und dennoch darf es uns nicht davon abhalten, eine positive oder zumindest konstruktive Beziehung zum Thema Geld zu entwickeln. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein hochsensibler Mensch, du hast vielleicht hohe Ideale, ganz, ganz besondere, wichtige Träume und vielleicht auch einen Beitrag, den du der Welt geben möchtest. Und wenn du dann nicht bereit bist, im Gegenzug, im Austausch wirklich auch Geld für deine Leistungen, für deine Ideen, für deine Projekte zu empfangen, dann sage ich dann immer, das ist wie so eine geistige Magersucht, ja, dass du eben nicht empfangen kannst, dass du nicht bereit bist, auch etwas als Dankeschön für deine Dienstleistungen oder deine Produkte zu empfangen oder zumindest nicht genug, um davon zum Beispiel auch leben zu können. Und deshalb möchte ich dir da nochmal so eine kleine Brücke anbieten, denn es geht nicht darum, Geld anzuhäufen oder durch Geld Macht zu erwerben, sondern Geld ist ein Ausdruck dessen dafür, wie frei du Entscheidungen treffen kannst in deinem Leben. Ich habe zum Glück jetzt mir diese Freiheit erarbeitet, überall von der Welt aus arbeiten zu können, durch mein Online-Business, dadurch, dass ich überall Videos drehen kann, überall Coaching anbieten kann, durch die Fernangebote, ja, über Zoom oder Skype zum Beispiel oder auch durch meine Online-Selbstlernkurse. Und das ist einfach ein enormer Grad an Freiheit, wenn du selber viel mehr bestimmen kannst, wo du lebst und wann du arbeitest und wie du arbeitest. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle Fragen der Gesundheit. Wir leben in einer Zeit, in der immer weniger von den Kassen übernommen wird an Gesundheitsangeboten. Und da ist es eben auch eine enorme Erleichterung, wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel mal zu einem Heilpraktiker zu gehen, ja, oder Zusatzleistungen beim Arzt oder beim Krankenhaus in Anspruch zu nehmen. Und das ist auch wiederum ein enormer Zugewinn an Freiheit. Und deshalb ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, wenn wir darüber nachdenken, über unsere alten, konditionierten Wohlfühlzonen hinauszuwachsen. Nehmen wir mal an, du hast als
Angestellter gearbeitet oder deine Eltern waren ihr Leben lang angestellt oder Beamte, dann hast du einen festen Betrag im Monat oder im Jahr, mit dem du rechnen kannst. Und dein Unterbewusstsein stellt sich darauf ein. Nehmen wir mal an, du hast vielleicht 30.000, 40.000 Euro Jahresbruttoverdienst. Das wäre noch ja, im mittleren, unteren Bereich. Oder vielleicht 60.000 Jahresbruttoverdienst. Viele haben aber auch viel weniger. Die liegen vielleicht bei 25.000 im Jahr. Und das ist die Zone, mit der sie sich vertraut gemacht haben. Ich will jetzt nicht sagen wohlfühlen, aber das ist diese Zone, die sie kennen. Und als Selbstständiger kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist es wichtig, diese alten Begrenzungen immer wieder neu, sage ich mal, zu überschreiten. Denn du kannst ja nicht bei einem Jahresumsatz von X irgendwie stehen bleiben, sondern du möchtest und musst im Prinzip auch in diesem Wirtschaftssystem wachsen, um dann eben vom Überleben, wir kommen mal dann quasi von Monat zu Monat dann über die Runden, dahin zu kommen, zu sagen, ah ja, jetzt habe ich eben so viel erwirtschaftet, jetzt kann ich auch mal was investieren, jetzt kann ich in Fortbildung investieren oder ich kann mir eine neue Kamera kaufen, neues Equipment. Bis hin eben auch zu der Frage, ab wann kann man sich dann ein Wohneigentum leisten? Und da ist natürlich die Standortfrage natürlich wieder enorm. Die Immobilienpreise hier in Deutschland sind natürlich extrem hoch, wenn wir das jetzt mal mit dem europäischen Ausland vergleichen, mit den meisten Ländern. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, diese Blockade ist im Grunde genommen, also die wir jetzt gerade besprochen haben, das ist deine Gewohnheitszone, man könnte auch sagen deine Komfortzone. Und da ist es dann eben die Frage, bist du bereit, diese Komfortzone zu verlassen? Und das bedeutet eben auch, deine Identität, die an diesen Betrag X gekoppelt ist, auch zu erweitern. Das ist nicht wirklich sonderlich schwer, aber es erfordert auch ein gewisses Maß an Bewusstseinsarbeit, ja, weil wir sind im Prinzip eigentlich alle so ein bisschen so Faultiere, ja, also auf der unterbewussten Ebene. Wir gewöhnen uns daran. Und deshalb, wenn du jetzt zum Beispiel angestellt bist und davon träumst, deine Berufung zu leben, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, erstmal nebenberuflich anzufangen. So habe ich das auch gemacht. Als ich noch angestellt war, habe ich auch viele Jahre noch zusätzlich über Wochenendseminaren mir was dazu verdient, habe Erfahrungen sammeln können und habe eben auch angefangen, als Buchautorin an den Wochenenden und in meiner freien Zeit wirklich mein Buchprojekt Hochsensibel was tun über 2 Jahre lang sehr diszipliniert zu schreiben. Und dadurch hatte ich eben diese klare Ausrichtung und diesen Fokus auf das, was ich in Zukunft dann erreichen wollte. Deshalb ist es so wichtig, eben diese Komfortzonen zu verlassen und eben sich wirklich auch inhaltlich, emotional mit dem Thema Geld wirklich mal anzufreunden. Ich habe immer wieder tatsächlich, wie ich eingangs schon erwähnt habe, Zuschriften von Hochsensiblen, die dann irgendwie ganz empört sind, ja, wenn ich Geld verdiene oder wenn ich bestimmte Preise kalkuliere, wobei ich sage, da bin ich noch im absoluten Mittelnormalfeld. Es gibt andere Anbieter, die wesentlich teurere Angebote haben. Und ich will das also in keiner Weise verurteilen, sondern ich bewundere das sogar. Und selbst wenn man dann eben das schon geschafft hat, von seinen Angeboten wirtschaftlich leben zu können, ist da immer noch ganz viel Spielraum, ganz viel Wachstumsmöglichkeit. Und ich konnte es eigentlich nur auch auf diese Weise begreifen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe diesen Weg der Selbstständigkeit und ich sehe diesen Weg auch als einen Persönlichkeitsentwicklungsweg, ja, wo ich wirklich über meine alten Konditionierungen rauswachsen kann. Und das ist meine Empfehlung auch an dich. Nimm dieses Geldthema als Sprungbrett, um wirklich in deine Persönlichkeitsentwicklung zu kommen. Und insbesondere, wenn du auch zu denjenigen gehörst, die ihre Berufung verwirklichen wollen, die wirklich sagen, Mensch, ich habe die Schnauze voll, ich möchte nicht mehr diesen 9-to-5-Job machen, ja, wie man in Amerika sagt, also diesen ne, von 9 bis 17 Uhr, sondern ich möchte wirklich mein Herzensanliegen in die Welt tragen, dann ist es total wichtig, dich zu versöhnen mit dem Geldthema und auch wirklich diesen Mut zu haben, da rauszugehen, zu sagen, hier bin ich, das biete ich an und das möchte ich gerne als finanziellen Ausgleich. Und das bringt dich eben in die Situation,
einen Ausgleich von Nehmen und Geben zu erleben und dann eben auch noch auf eine Art und Weise, die dir Freude macht. Viele Menschen sind es gar nicht gewohnt, Geld mit etwas zu verdienen, was sie lieben, was ihnen Spaß macht, weil sie das dann so ein bisschen als Hobby oder kleine Liebhaberei missverstehen. Und da sind wir auch schon bei so einer großen Konditionierung, die wir oft von unseren Eltern und Großeltern übernommen haben. Ja, Geld verdienen ist so eine ernsthafte Angelegenheit. Das muss man halt machen, da muss man halt mal die Zähne zusammenbeißen. Aber Spaß muss das natürlich nicht machen. Und da dürfen wir auch wieder mehr unser Herz öffnen und uns wirklich Gelegenheiten kreieren, wo wir die Dinge, die wir lieben, so umsetzen, dass wir damit auch Geld verdienen können. Ja, das kann jemand sein, der gerne fotografiert oder auch jemand wie hier. Ich habe jetzt neulich von einem Künstler aus Kassel ein wunderbares Amulett gekauft mit einem Mandala-Motiv und einem Herzchakra. Ich kenne den Künstler schon viele Jahre, der macht das schon seit über 20 Jahren und er lebt seine Berufung. Das strahlt er auch aus, so wie viele andere auch, die das, was sie lieben, tun und dadurch anderen zur Verfügung stellen. Und dann gibt man auch gerne das Geld. Man bezahlt diese Menschen gerne, weil diese Produkte oder Dienstleistungen wirklich beseelt sind. Keine Massenware aus Asien oder aus irgendeiner Fabrik, sondern wirklich etwas, wo Herzblut drin steckt. Und das ist das, wo wir auch unser Verständnis des Gelderwirtschaftens wieder mehr auf die Ebene des Herzchakras hochholen können und lernen, da eben in den Austausch zu gehen. Dann habe ich beobachtet, dass es verschiedene Archetypen gibt beim Thema Geld verdienen. Gerade in den spirituellen Kreisen sehr viele Nonnen und Mönche, ja, so mit diesen hohen spirituellen Idealen, wirtschaftlich am Limit und auch unbewusst immer dieses Thema, ich lehne Geld ab, ich lebe irgendwie so im Zölibat und ich entsage den weltlichen Versuchungen. Und das ist ja auch ein Modell, was ja auch viele früher gelebt haben, ja, in den Klöstern. Und das funktioniert aber nicht, wenn du nicht im Kloster lebst. Wenn du ganz normal am Leben teilnimmst, bist du automatisch Teil des Wirtschaftskreissystems. Und du kannst dich halt jetzt fragen, ob du das als Nonne machen möchtest, als Mönch oder ob du wirklich in deine Kraft gehen willst. Dann haben wir den zweiten Geldtyp, das ist der romantische Verschwender. Das sind die Menschen, die eben sehr gefühlsbetont sind, ja, die auch impulsiv Geld ausgeben, ja, um sich wohlzufühlen, schön essen gehen, schöne Kleidung, alles spontan. Das sind Menschen, die auch sich schwer tun, dann auch Geld zu planen, ne, Finanzplanungen zu machen oder sich zu zu bestimmten Ausgabenposten dann auch das Geld einzuteilen. Das ist ein Genießertyp Mensch, der hat es natürlich dann auch schwer, Geldangelegenheiten langfristig strategisch zu planen. Und das ist aber jemand, der grundsätzlich gerne Geld ausgibt, aber einfach da noch vielleicht ein bisschen mehr Struktur braucht, um sich selber zu regulieren. Dann haben wir den dritten Geldtyp, das ist der kühle Stratege. Das sind diejenigen, die dann wirklich sehr, sehr viele Pläne haben, also bis hin zu Haushaltsplänen, Sparplänen, Versicherungsplänen, die das sehr, sehr rational alles managen können und dadurch aber tatsächlich selten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sondern sie haben dann eigentlich relativ gut ihre Finanzen unter Kontrolle. Aber es fällt ihnen dann oft eben schwer, ja, spontane Entscheidungen zu treffen. Dann haben wir den vierten Typ, ich nenne das mal den naiven, esoterischen Geldtyp. Das sind diejenigen, die sagen, naja, wenn der Kosmos es will, dann wird sich da schon was ergeben, dann werden irgendwie Zufälle passieren, dann wird der Geldbetrag zu mir kommen, den ich brauche, um in den Urlaub zu fahren, oder dann werden auf magische Weise die Kunden zu mir kommen. Und das ist so diese Wünsch-dir-was-Fraktion. Und da habe ich überhaupt nichts dagegen, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Wünschen alleine nicht reicht. Wir müssen wirklich bereit sein, wenn also gerade diejenigen von euch, die große Pläne haben, auch wirklich etwas für ihre Ziele zu tun. Ja, also strategische Teilziele definieren, sich mal mit Marketing beschäftigen, mit Kommunikation, weil das ist ja auch, was ich hier mache, nichts anderes, als mit dir zu kommunizieren.
Wenn dich dieses Thema interessiert, wir werden im Rahmen von meiner Sensitive Soul Coach Ausbildung, wo es um das Thema Erdung geht, auch noch einen Part machen zum Thema Geldbewusstsein. Du kannst dich jetzt noch anmelden zu dem Seminar. Das kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen, dich vielleicht da nochmal in der Tiefe damit zu beschäftigen. Das hat nämlich auch was mit deiner körperlichen Erdung zu tun, nämlich mit der Frage, stehst du mit beiden Beinen auf dem Boden? Bist du bereit, dieses irdische Leben zu leben mit all den Spielregeln und auch all den Problemen und auch Ungerechtigkeiten, die wir hier erleben? Oder schwebst du noch mit deinen Gedanken auf Wolke 7 und bist einfach nicht hier in dieser irdischen Realität angekommen? Weil bei vielen ist da auch so ein Weltschmerz, ja, so eine grundsätzliche Ablehnung, eine Blockade, nicht wirklich im Körper auch in den unteren Chakren ankommen zu können und zu wollen. Und wir sind eben beim Thema Geld auch ganz klar beim Wurzelchakra. Und wenn man eben auch aus einer Familie kommt, wo man selber nicht richtig versorgt worden ist oder wo die Eltern immer mal so gerade über die Runden gekommen ist, dann ist das wirklich eine große Herausforderung, aus diesen Mangelprägungen sich rauszuarbeiten und immer mehr Richtung Fülle zu kommen, Richtung Lebendigkeit und Selbstbestimmung. Dann haben wir den visionären Geldtyp. Wir machen auch weiter bei den Typen. Das sind eben die Leute, die große Ziele haben, große Pläne haben, die bereit sind, auch zu investieren. Aber wenn sie eben dann auch zum Beispiel impulsiv sind, dann verzocken die sich auch mal. Aber das sind Leute, die wirklich Risiken eingehen. Dann haben wir den Punkt 6, den ängstlichen Geldtyp. Das sind eben die Menschen, die eben immer Sorgen haben ums Geld, sich immer Sorgen machen, habe ich zu wenig, wird es am Ende des Monats reichen, und dann bei ihnen ist immer das Glas halb leer. Da ist so eine gewisse pessimistische Grundstimmung auch dabei, auch ein tiefes Gefühl des Mangels, aber meistens projizieren wir dieses Mangelgefühl zum Thema Geld oft aus einem tiefen emotionalen Mangel heraus, also dieser Mangel an elterlicher Liebe, den Kinder zum Beispiel in den frühen Lebensjahren erfahren haben, der kann sich später dann auch dahingehend auswirken, dass sie das auf das Thema Geld projizieren und dadurch eben zum Beispiel Geiz entwickeln, eben Verlustängste, Kontrollbedürfnisse und dadurch auch viele Chancen im Leben verpassen, weil sie so ängstlich sind. Dann haben wir den 7. Typ, das ist das, was ich anstrebe, das ist der Magier, der Geldmagier-Typ, so würde ich das mal nennen. Das ist jemand, der auf der einen Seite diese spirituelle Anbindung hat und sucht, und auf der anderen Seite auch bereit ist, das mit dem rationalen irdischen Verstand aus der heutigen Zeit zu verbinden. Ja? Diese Magie, diese Vision, diese große Vision zu haben, das zu visualisieren und auch gleichzeitig über Strategien nachzudenken, Strategien in die Tat umzusetzen und da wirklich in dem Alltagsprozess daran zu wachsen. Und da entstehen dann wirklich auch Durchbrüche, wo man diese alten Muster überwinden kann und auch die eigene spirituelle Entwicklung auch dabei unterstützen kann, indem man diese scheinbare Dualität von Spiritualität auf der einen Seite und wirtschaftlichen Erfolg auf der anderen Seite miteinander integriert, dass sich das nicht mehr widersprechen muss. Und dann kann man auch eben große Projekte machen, man kann auch hilfstätige Projekte dann auch unterstützen. Also je mehr Geld du erwirtschaftest, umso mehr kannst du auch dir und anderen was Gutes tun und dadurch eben diese Dualität auflösen und in der höheren Schwingung ankommen und auch dadurch viel mehr wirksam, viel mehr sichtbar werden im Leben und eine größere Lebenszufriedenheit entwickeln. Wenn du weitere Informationen gerne möchtest zum Thema Erdung oder energetische Durchlässigkeit, ich verlinke dir jetzt gleich auch nochmal ein Video, warum gerade hochsensible Menschen eben so Probleme haben mit der Erdung, mit dem Wurzelchakra und woran du das erkennen kannst. Und da kannst du gleich noch ein bisschen weiter schauen, dich weiterentwickeln und informieren. Und dann sehen wir uns gleich bald in einem neuen Video.